Ja, liebe Leute, und herzlich willkommen zu dem neuen Video. Heute mal wieder mit einer Set-Review und heute mal mit dem Set mit der Nummer 75166, und zwar den First Order Transport Speeder, und zwar das Battle Pack davon. Ja, die Altersbeschränkung von dem Set ist 6 bis 12 Jahren. Das Set hat 109 Teile und der Preis davon ist 9,99 €, also 10 Euro. Die Figuren, die im Set drin sind, ist einmal ein Flammentrooper, zwei First Order Trooper und ein First Order Offizier, den man hier sehen kann. Da ist der Flammentrooper und hier sind die zwei normalen First Order Trooper. Ja, wir können mal das Set umdrehen. So, umgedreht. Wir sehen jetzt hier die ganzen Kleinigkeiten, die es kann. Zum Beispiel schießen. Schießen kann es. Es kann hier die Sachen dran tun. Hier sieht man es. Sachen dran tun. Hier sind diese, wie nennt man das, Schilder. Hier kann man schießen. Ja, da ist dieser Flametrooper. Ja, wir können mal das Set aufmachen ein bisschen. Muss ich mich, sieht man irgendwie hier einen Schatten? Man sieht hier ein bisschen Schatten, aber ich mache das einfach mal hier so. So. Eine schwarze Platte. So, leer. Können wir wegwerfen. Dann hier sieht man die Beschreibung. Wir haben heute mal, muss ich selber nachschauen. Okay. 23, 24, 25. 26, 27 Seiten. Sieht man hier, 27 Seiten. Tack, 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 tack. Alles drin. Zwei kleine Tütchen. Schwarzes Ding. Ja, wir fangen einfach an mit dem Speedbuilding. Das dauert wahrscheinlich nur ein paar Sekunden, aber ja, besser als nichts. Los geht's. Das ist jetzt fertig. Wir haben hier vier Figuren, ein kleines Fahrzeug. Hier sind die Restteile. Ich glaube, wir fangen einfach mal an mit den Figuren und dann stapeln wir uns hoch bis zum Hauptteil, und zwar dem Fahrzeug. Los geht's. Ja, ich hoffe natürlich, ihr kennt alle die First Order Trooper. Das ist ein ganz normaler, wie ihr sehen könnt. Ich kann ihn mal oben drehen. Ihr seht hier seine Rückenbemalung. Der hat dann noch, ja, vorne eine kleine Bemalung. Der Helm ist das Schönste eigentlich an dem Set. Kann mal fokussieren. So, der Helm ist eigentlich das Schönste. Er hat ein normales Gesicht. So. Dann diese, ja, die Waffe, die sehr viele nicht mögen. Den Rückenbemalung. Davon gibt es halt zwei in dem Set. Einmal hier und einmal dort. Zwei. Und ja, jetzt kommen wir mal zum Flammentrooper. Also das ist der normale First Order Trooper. Jetzt kommen wir mal zum nächsten. So, ich hoffe natürlich, ihr kennt alle die Flametrooper, die Flammentrooper halt. Ja, das Besondere an der Figur ist halt erstmal den Helm, den finde ich eigentlich ziemlich cool. Ja. Malung, Rücken, hinten. Dann kann ich mal die zwei. Ja, die gehen jetzt schwer ab. Wie seht das hier hinten? Fokussieren bitte. Dankeschön. Seht ihr, dass der irgendwie hinten dran gemacht wurde? In seinem. Ja, wie nennt man das? Ein durchsichtigen Stück. Dann seine Waffe. Ist so ein langes Blaster mit einem weißen Stück dran. Und dann noch diese Steine mit diesen Löchern. Ich weiß nicht, ob man das genau jetzt sieht. Man sieht es ein bisschen. Die haben ja seit kurzem oder seit keine Ahnung wie lang, haben jetzt Löcher schon. Und das ist
etwas Gutes. Und ja, jetzt kommen wir mal zur letzten Figur. So, das ist der Offizier, der First Order Offizier. Seht ihr an der blauen Uniform. Der hat eine Hinterbedruckung, wenn man es sieht. Nee, man sieht so ziemlich schlecht. Jetzt sieht man es. Jetzt sieht man es ziemlich gut. Dann eine Vorderbedruckung. Er hat ja eine Mütze auf. Schaut auch ziemlich cool aus. Normales Gesicht, ein Blaster, was keiner mag. Und ja, dann kommen wir mal jetzt zum Hauptteil und zwar dem Fahrzeug. So, das ist der First Order Transport Speeder. Und ja, ihr seht ja, hier vorne kann einer sitzen, dort hinten einer. Hier kommen die Schlagstöcke von den Troopern hin, hier kommen die Sicherheitsschilder hin. Und ja, das war eigentlich so alles an dem Set, was es gibt. Seht ihr hier noch ein paar Verschönerungen. Von vorne, hier von hinten, dieser Antriebs. Dann kann es hier schießen an die Seiten. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt darstellen soll. Aber hier drücken und dann... So, schießt es. Jetzt soll ich schnell. Und ja. Das ist es. Fokussieren bitte. Dankeschön. Und ja, das war's eigentlich jetzt mit dem Set. Ihr könnt es hier halt wegtun und wieder dran. Und ja, hier an den Seiten gibt es dann auch noch so welche Sachen, wo ihr es einfach dran tun könnt. Ich weiß immer noch nicht, für was das ist. Ich glaube, dieses schwarze. Ich glaube, damit man sich hinsetzen kann, aber keine Ahnung. Ja. Okay, das war's. Jetzt kommen wir mal zum Ende. So, das war's jetzt mit der Review. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Und vielleicht kommt ihr auch dazu, das zu kaufen. Mal schauen, ob es euch so gefällt. Das ist schon länger draußen. Das habe ich jetzt zum zweiten Mal bekommen. Ich weiß nicht, wieso ich keine Review davor schon gedreht habe, aber ja. Checkt natürlich unser Instagram-Account aus. Checkt unseren Instagram-Account ab. Und auch den von Juju Sings. Schaut auf Instagram meistens Juju und Juju Sings. Schaut auch den zweiten Kanal Juju Sings, wo es jetzt vor zwei, drei Wochen wieder ein Video kam. Und ja. Schreibt einfach in die Kommentare, was ihr als nächstes Set haben wollt, welches Format ihr als nächstes wollt. Schreibt einfach in die Kommentare irgendwas. Ihr könnt ja ein Like da lassen. Wenn es ihr noch nicht getan habt, dann auch ein Abo. Wir freuen uns über jede positive Bewertung, über jeden Abo, weil bei den 300 Abonnenten wird es halt das 300 Abonnenten-Special geben. Also das verspätete 200 Abonnenten-Special, aber ja. Dann bis zum nächsten Mal und ciao.